Leute, heute machen wir diese Hülle, wo die Feder so in diese süßen Vögelchen übergeht. Ich habe mir das Ganze schon mal ausgedruckt. Ihr kennt das ja aus dem Internet und dann halt speichern und so weiter. Ihr gebt einfach ein, Feder wird zu Vögeln oder Vögel aus Federn oder sonst irgendwas und sucht euch einen guten aus. Ich habe das jetzt direkt in zwei Größen gemacht, weil ich mir nicht sicher war, welche ich brauche. So, ihr habt jetzt zwei Varianten. Die einfachere von beiden, ihr nehmt einfach eure Schablone, oben beim i, wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, und zeichnet halt einfach drumherum. Dann habt ihr halt das Ganze so auf dem Handy. Oder ihr nehmt halt dieses kleinere, das wäre jetzt bei der Schablone, weiß nicht, dann wäre ja nur das halbe Handy bedeckt. Also die halbe Hülle, aber ihr wisst schon. Oder ihr nehmt euch halt wieder so ein durchsichtiges Teil, habe ich ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, kennt ihr das ja schon. Und legt die einfach drauf und zeichnet das nach mit eurem Folienstift. Dann habt ihr nämlich den Vorteil, dass ihr halt das hinten vom Handy noch seht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig euch das ist. Könnt ihr das einfach mit einem Folienstift nachzeichnen. Aber ich bin jetzt mal faul und mache es mir einfacher. Deswegen nehme ich jetzt das größere Bild und einfach meine Schablone. Und ja, dann wie immer drumherum zeichnen. Und ja, bei mir macht das jetzt am Ende gar nicht mal so den großen Unterschied, weil mein Handy ja auch weiß ist und dann mit dem weißen Blatt sieht man das jetzt sowieso nicht. Aber naja, wenn ihr ein schwarzes Handy habt, sieht das bestimmt auch gut aus, wenn ihr das Bild andersrum ausdruckt. Also halt mit einem schwarzen Hintergrund und dann mit einer weißen Feder. Das sieht auf einem schwarzen Handy oder auf einem dunklen Handy, glaube ich, besser aus. Aber das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Jedenfalls einfach drumherum zeichnen, ist ja wie immer. So gesehen schneide ich jetzt zwar den einen Vogel da weg, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht so schlimm, ist auch egal. Und ja, ich schneide das Ganze jetzt mal aus. Guck, der fehlende Vogel fällt eigentlich gar nicht auf. So, fertig sind wir eigentlich auch schon. Den Teil kennt ihr ja aus den anderen Videos auch. Ihr legt einfach das Papier in eure durchsichtige Hülle, klickt das Handy oben drauf und fertig seid ihr auch schon. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Ansehen, würde mich natürlich über einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo freuen und sage auf Wiedersehen.